Als nächstes kommt ein Gast, der kennt sich besonders gut mit dem Rechtlichen aus. Und ich sage ehrlich, seit so circa einem Jahr brainstorm ich mit meinem Bruder immer wieder und wir überlegen uns, was wir gründen könnten. Und weil so gut wir uns manchmal verstehen, genauso schlecht verstehen wir uns manchmal und streiten uns. Und dann frage ich mich immer, okay, was passiert denn jetzt, wenn ich mit meinem Bruder gründe? Und wir dann nach einem halben Jahr feststehen, fuck, das läuft überhaupt gar nicht. Wie werde ich denn dann wieder los? Und das ist natürlich eine Frage, die sich bestimmt viele Gründer stellen, weil es gibt viele Gründerteams, in denen auch Streits ausbrechen. So, und da haben wir jetzt eben eine Expertin hier, den Jörg Zetsch. Er arbeitet bei einer der größten Anwaltskanzleien in Deutschland, bei CMS, und hat sich eben auf diese Themen spezialisiert, also auf Startups und vor allen Dingen auch auf Exits von Startups. Herzlich willkommen, Jörg. Einen großen Applaus, bitte. Legal Fuck-Ups, die 5 Legal Fuck-Ups. Jörg, sag was dazu. Sag, was alles schlimm ist, was rechtlich schief gehen kann, so richtig aus deiner Praxis. Ganz ehrlich, die Fragen mag ich eigentlich gar nicht. Das ist so, ja, da kommt der Rechtsanwalt, sagt, ah, das hättest du da aber anders machen müssen, ist kompliziert. Eigentlich sind wir dafür da, um die Dinge möglich zu machen und nicht zu sagen, wie es nicht geht. Deshalb mal mit was Positivem gestartet. Alles, was hier so falsch gemacht werden kann, kann man meistens auch reparieren. Eine große Ausnahme: bitte nicht in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gründen. Ja? Wer in der Rechtsform der Aktiengesellschaft gegründet hat, treffen wir uns nachher 5 Minuten hier, Spezialseminar, 5 Dinge, die man vermeiden sollte. Und das freut natürlich auch Anwälte, da gibt es Beratungsbedarf. Heute konzentrieren wir uns mal auf so Sachen, die mir im Laufe meiner 19 Jahre sind es mittlerweile aufgefallen sind, so die 5 wichtigsten Dinge. Ich lasse mal jetzt diese anderen Sachen weg. Testament machen und Ehevertrag, also gruseliges Zeug. Was steht vorne? Der Jan Beckers hat vorhin gesagt, es kommt aufs Team an. Und klar, genauso ist es auch im Rechtlichen. Ich muss mir sehr, sehr gut überlegen, wen nehme ich da rein? Freunde und so weiter und so fort. Und wie verteile ich den Kuchen, die Anteile? Warum ist das so wichtig? Weil ich später diese Anteile nicht einfach jemand wegnehmen kann. Ich kann nicht sagen, jetzt gib die mal her, wenn du keinen Bock mehr hast. Deshalb ist es unheimlich wichtig, sich hierüber Gedanken zu machen und vor allen Dingen dem ein bisschen vorzubeugen durch sogenannte Vesting-Klauseln. Das werden viele schon gehört haben. Wenn ich jetzt irgendwie mit Ihnen da ein Legal Tech Startup gründen würde und sagen würde, morgen bin ich nicht mehr da, Maui, Hawaii, weil ich Windsurfen gehe oder Kitesurfen oder sonst was, muss es Klauseln geben, mir diese Anteile irgendwie abzunehmen. Das ist ein ganz elementarer Punkt und es hat nichts damit zu tun, dass man den anderen grob misstraut, sondern das ist mittlerweile Standard. Aber mit diesem rechtlichen Instrument kann ich nicht alles lösen. Der Streit geht ja meistens darum, ob einer gehen soll oder ob er bleibt. Und diese Klauseln setzen erst ein, wenn einer gegangen ist. Deshalb bitte überlegen, wen man reinnimmt. Aus meiner Erfahrung ist oft so, die zweite Reihe, die später als die Gründer dazukommt, sagen wir 1, 2, die empfohlen worden sind durch Business Angels oder so, wo es heißt, ey, der war im Valley, der ist richtig gut, der hat da Sales gemacht. Ne? Also so mit, der war im Valley heißt, der kann über Wasser gehen. Das ist nicht immer so. Bitte gut angucken, wem man Anteile gibt und wer dort reinkommt. Elementare Regel Nummer 1. Nummer 2, aus Investorensicht. Was will ich? Ich will eine super Company, ich will ein super Team und ich will, dass alles, was diese Company braucht, in der Company auch drin ist. Das ist insbesondere natürlich, wenn ich eine Technologie-Company habe, das Intellectual Property. Banales Beispiel. Was macht man zuerst, wenn man eine Idee hat und was gründet? Domain registrieren. Ja? Die Domain hängt also meistens bei den Gründern, wird nicht auf die Company übertragen. Ja, das ist so ein Beispiel, das ist banal. Das repariere ich nachher, da übertrage ich das. Aber was, wenn ich einen Freelancer habe, der an meiner Kernsoftware mitgearbeitet hat
und der im Streit gegangen ist und mit dem habe ich keinen guten Vertrag, dass das IP bei der Company liegt, irgend so ein Erasmus-Student oder sowas, das ist schlecht, denn was macht der, wenn ich ihn frage, kurz vor der Finanzierungsrunde, kannst du noch mal hier was unterschreiben? Ne? Der macht eine typische Handbewegung, diese. Und die Handbewegung beim Startup ist dann diese, ne? Das Öffnen der Schatulle und vielleicht was dafür zahlen. Deshalb bitte schauen, woher kriegt eigentlich die Company dieses Intellectual Property? Freelancer? Okay, muss ein Vertrag da sein. Heute Morgen haben wir gehört, Verträge mit Ukraine und so weiter, wo die gemacht werden. Auch da, die Verträge müssen IP-Klauseln haben, dass das auch unterlizenzieren kann und so weiter. Irgendwas ist vor der Gründung entstanden, zum Beispiel bei einer Universität, in einem Team. Habe ich da alle Rechte dran, dass die in der Company sind? Denn sonst ist das richtig doof, wenn später irgend so ein schlauer Anwalt vom VC kommt und sagt, hallo, habt ihr schon mal geguckt? Hat da nicht die Universität noch irgendein Recht dran? Ja, und dann mal zur Universität gehen. Ne? Da mahlen die Mühlen langsam, ganz langsam. Und die wollen natürlich auch, die machen auch die Hand drauf. Also das einfach vergegenwärtigen, wo kommt mein Intellectual Property her, habe ich das alle? Zweiter Punkt. Es gibt Geschäftsmodelle, die haben leider Gottes rechtliche Schranken. Populärstes Beispiel Uber. Uber hat in Deutschland aufgemacht und gesagt, okay, das kriegen wir schon irgendwie hin, dann machen wir Lobbyarbeit und buttern irgendwie Geld rein. Das ist kein gutes Vorgehen für alle sonstigen Startups, okay? Wenn man ein Geschäftsmodell hat, von dem man ausgehen muss, dass es irgendwelche rechtlichen Schranken gibt, dann sollte man die zumindest mal grob abklären. Einfache Beispiele. Ich mache ein Startup und sage, ich mache den virtuellen Steuerberater. Alles ganz easy. Dass man da morgen die Steuerberaterkammer am Telefon hat, ist auch klar. Ja? Also mal gucken, wie geht das? Ich beschäftige mich damit, zweites Beispiel, irgendwie Geld einzusammeln und weiter zu verteilen. Kennt mittlerweile jeder, dass das vielleicht irgendwas mit Bank zu tun hat und die BaFin interessiert. Oder ich habe ein Geschäftsmodell, was ganz intensiv mit Daten zu tun hat. Ja? Das ist auch klar. Da muss ich mal gucken, wie das läuft. Aber das ist immer die Investorenbrille. Würde ich da rein investieren oder fehlt rechtlich etwas, was mir das Ganze kaputt macht? Es gibt viele Wege außenrum. Ich kann das retten. Aber einfach mal mit den Fragen beschäftigen, ist das da? Wenn wir für Investoren Startups abgucken, ist das ein zentraler Punkt, den wir angucken. Und der ist ganz einfach am Anfang ohne Kosten zu vermeiden. Also bitte merken. Finanzielles Chaos ist zu vermeiden. Und damit meine ich ganz einfache Sachen. Ich meine, dass die Buchhaltung stimmt. Das ist nicht so sehr ein rechtlicher Punkt. Wieso erzähle ich das? Der Hintergrund ist folgender. Normalerweise gibt ein Startup oder Gründer, wenn ein VC investiert, Garantien ab. Und oft werde ich gefragt, Jörg, hast du schon mal erlebt, dass so Garantien durchgesetzt werden von VCs? Und die Standardantwort war immer, habe ich gesagt, ach komm, vergiss es, das regelt man irgendwie. Und der Spruch von den VCs ist immer, we are not in the business of enforcing warranties. Und das stimmt auch. Aber es gibt Ausnahmen. Vor ein paar Jahren kam ein Gründer zu mir und sagt, wir haben hier Garantien zu den Finanzen abgegeben, dass unsere Buchhaltung stimmt, dass wir mindestens mal ein Eigenkapital von null haben. Und jetzt werde ich hier in Anspruch genommen von zwei englischen VC-Investoren. Kannst du dir das mal angucken? Ich sagte, ja, gib mal die Unterlagen her. Gab es ein Schreiben von KPMG, das gesagt hat, ja, die Finanzen, das ist alles, aber Buchhaltung kann man das nicht nennen. Habe ich ihn gefragt, was soll das? Ich sagte, naja, wir haben halt den Fokus auf Umsatz gelegt. Also bitte, machen Sie Ihr Corporate Housekeeping ordentlich. Kümmert euch darum oder sourced es aus, lasst es jemand anders machen. Aber bitte kein Chaos. Das ist auch wertsteigernd, wenn ich zum VC hingehen kann und sagen kann, guck mal, wie ordentlich das alles ist, dann bin ich auf Niveau mit dem VC. Ich kenne meine Schwachstellen, zum Beispiel so Abgrenzungsprobleme zwischen den Jahren. Ich weiß, wo es hakt oder auch nicht. Und bitte nicht so enden wie der Fall, den ich eben beschrieben habe. Also ruhig von Anfang an schauen, wie setze ich das auch vielleicht mit einer externen Buchhaltung aus. Denn das kann übel enden. Für den Geschäftsführer gibt es keinen Führerschein. Geschäftsführer kann fast jeder werden, wenn er geschäftsfähig ist, ein gewisses Alter hat und
nicht wegen bestimmter Straftaten verurteilt ist. Trotzdem, also so ein Grundwissen von den rechtlichen Parametern, das sollte man sich eigentlich aneignen. Genauso wie von den Finanzdingen. Man muss wissen, wie eine Bilanz aussieht und wie sie es vor allen Dingen bei sich aufs Unternehmen auswirkt. Beispiel zu dem Rechtlichen. Mal wissen, wann ich eine Gesellschafterversammlung einberufen muss. In welchen Fristen. Vielleicht auch mal, ekliges Thema, mit dem Insolvenzrecht beschäftigen, ja? Wann muss ich ein Insolvenz anmelden? Das ist ja auch wichtig, wann verhandle ich die nächste Finanzierungsrunde? Wie geht das weiter? Denn da hängt halt auch ein bisschen Strafrecht hinten dran, wenn ich das nicht rechtzeitig mache. Und ich möchte nicht zu arg warnen, aber das sind die Themen, die ich kennen muss. Es geht hin bis zu so banalen Themen, wer vertritt eigentlich diese Gesellschaft? Kann ich das alleine machen oder brauche ich meinen Co-Geschäftsführer? Und jetzt denken Sie alle, was ein Depp der Jörg, das weiß doch jeder, wie er vertritt. Nein, er hat ein Start-up, das war Serie B Finanzierungsrunde. Die kamen zu uns, haben gesagt, hier, wir haben den Vertrag gekündigt, war eine Aktiengesellschaft, jetzt beschwert sich die Gegenseite. Was war passiert? Der Vorstandsvorsitzende hat eine Kündigung eines langwierigen Kooperationsvertrages ausgesprochen. Unterschrieben, zack, bumm. Hat die Gegenseite zurückgeschrieben, interessante Kündigung, halten wir für unwirksam. Du kannst nur, guck mal in dein Handelsregister, mit einem anderen Vorstandskollegen vertreten. Das war richtig. Die Kündigung war also ins Leere gegangen. Was haben die gesagt? Kein Problem, dann kündigen wir eben nochmal. Gut gedacht. Nur mittlerweile war die Frist abgelaufen und der Vertrag hatte sich für weitere 3 Jahre verlängert. Ja, das sind so ganz, ganz einfache Sachen, die man einfach kennen muss. Und da würde ich für werben, hier bei der Founders Foundation oder sonst wo mal in einen Workshop zu gehen, sich einfach diese Grundlagen anzueignen. Man fühlt sich eigentlich dann ein bisschen kommoder mit der Sache. Wie gesagt, Führerschein gibt es halt nicht. Letzter Punkt. Macht die Sachen einfach. Macht es nicht zu kompliziert. Es gibt oft gute Ratschläge, meist von Steuerberater, so nach dem Motto, Geschäftsführer, Anstellungsvertrag, steuerlich ist doch viel besser, wenn deine UG einen Servicevertrag hat. Alles schön und gut, nur das hat Konsequenzen. Wenn ein VC reinguckt, wird er sich auch überlegen, wie sieht das aus und wieso ist hier abgewichen worden? Oder komplizierte Modelle, wo man sagt, ja, das haben wir so gemacht und dann setzen wir hier noch eine Tochter auf, die ist nur für das Deutschlandgeschäft, da für das Frankreichgeschäft. Dinge haben Konsequenzen. Ich möchte Ihnen das verdeutlichen an was ganz anderem aus dem Steuerfeld. Also vorweggenommene Erbfolge. Hat man ja ganz häufig irgendwie vermögendes Ehepaar, haben ein Kind, kommt der Steuerberater, sagt, übertragt mal die Villa, in der die Eltern wohnen, an das Kind. Gesagt, getan, der ist vielleicht Herzchirurg irgendwo, keine Ahnung, hat das Haus, da wohnen weiter die Eltern drin. Jetzt macht er einen Riesenfehler, so einen Kunstfehler, lässt Schere im Magen drin oder sonst was, keine Versicherung gedeckt und der Gläubiger kommt und greift auf den Sohn zu. Was macht er? Der Sohn hat ja ein Haus, sagt der Gläubiger, super, da vollstrecken wir mal rein. Was passiert mit den Eltern? Die werden rausgeschmissen. Ja? Das kann man alles absichern, ist auch heute nicht unser Thema. Ich will nur zeigen, wenn Sie auf der einen Seite optimieren, hat das womöglich auf der anderen Seite Auswirkungen. Und das zu überlegen, rege ich stark an und mein Petitum ist, machen Sie es ganz, ganz einfach. Das waren im Parfumsritt 5 der Punkte, die es gibt. Es gibt noch 10.000 andere Dinge, zum Beispiel bei Finanzierungsrunden und so weiter und so fort. Aber wenn Sie ganz am Anfang stehen, und darum ging es ja heute, dann sind das aus meiner Sicht so die gröbsten Sachen, auf die man achten muss. Teilweise gar nicht so rechtlich, teilweise ganz natürliche Dinge. Aber wenn Sie die beherzigen, sind Sie schon weit vorne. Und mir wurde gesagt, ich soll doch auch bitte ganz viele Fragen beantworten. Das kommt darauf an, ob es viele Fragen gibt. Gerne. Ja, es gibt viele Fragen, habe ich schon gehört. Du warst aber schnell fertig, Mensch. Ja, komm, gesagt, wir mal 15 Minuten habt ihr gesagt, es waren genau 15 Minuten. Das wird jetzt gleich groß gemacht, hoffentlich. Ja, und da sind sie schon. UG oder direkt eine GmbH zum Start, was sagst du? Also, die UG
Unternehmergesellschaft, kennt wahrscheinlich jeder, ist eigentlich eine GmbH, nur kann ich sie mit geringerem Stammkapital gründen, nämlich schon mit einem Euro. Die hat dann den schönen Namen, jede UG haftungsbeschränkt, ist natürlich nicht so sexy. Ich würde tendenziell sagen, wenn das Geld da ist, würde ich eine GmbH machen. Sieht einfach besser aus, hat einen seriöseren Touch. Aber im Grunde kann man es natürlich auch mit, kannst du auch mit einer UG anfangen. Es ist rechtlich das Gleiche. Vor allem warne ich. Oft denken die Leute, ja, ich mache jetzt eine GmbH, da hafte ich ja nicht persönlich. Stimmt. Aber was passiert, wenn man einen Kredit aufnimmt? Ganz normal, ja, wenn die GmbH einen Kredit aufnimmt, dann werden die Bank natürlich sagen, und übrigens, wenn du jetzt das wärst, bitte geh noch persönlich in die Schuld für das Darlehen. Also man ist nicht automatisch außen raus aus dem Ding. Oder auch wenn ein VC kommt, der wird womöglich sagen, gib mir privat mal ein paar Garantien ab, dass alles stimmt, was du mir sagst. Also gibt es auch keine, sagen wir mal, pauschale Antwort. Das wäre so für mich. Ich würde persönlich sagen, wenn das Geld da ist, GmbH nehmen. Sieht besser aus. Okay, danke schön. Zweite Frage. Macht Gründen in Deutschland eigentlich Sinn, wenn es im Ausland, beispielsweise Estland, viel einfacher ist? Also, hervorragende Möglichkeit, mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Gründen in Deutschland schwer ist. Gründen in Deutschland ist nicht schwer. Mittlerweile kriegst du in Berlin, das kenne ich halt die Praxis, im Register Charlottenburg eine Gesellschaft in 2 Tagen eingetragen. Warum dauert es trotzdem so lange meistens? Das sind die Banken. Bis du ein Konto aufgemacht hast, ja, das dauert Ewigkeiten. Und, kleine Prophezeiung von hier oben, das wird zukünftig noch länger dauern mit dem blöden KYC und so weiter, was da alles dranhängt. Grundsätzlich, wo gründen? Ich bin natürlich großer Deutschlandfreund, aber ich würde dort gründen, wo man auch die Geschäftstätigkeit entfaltet und wo die Leute sind. Denn wenn ich das nicht mache und sage, ich bin hier in Deutschland, habe aber eine estnische Company, wie hier die Frage das andeutet, dann laufe ich noch in eine Reihe von Steuerproblemen rein. Das ist eigentlich die Frage, wo werde ich besteuert? Werde ich in Deutschland besteuert? Werde ich in Estland besteuert? Dann gibt es noch eine Frage, geht das eigentlich so ohne weiteres, mit einer estnischen Gesellschaft hier zu operieren? Kann man sich ja mal vorstellen, wenn man Business-Beziehungen aufmacht, dann kommt eine estnische Company und sagt, wieso hast denn du eine estnische Company, ne? Wieso hast du keine deutsche genommen? Ja, fand ich cooler. Ja? Also, da wird es schon Ressentiments geben. Also ich würde immer dort gründen, wo Business Activity entfaltet ist und wo das Team sitzt. Gut, also Konto übrigens habe ich letztens bei N26 gemacht, 8 Minuten. Das geht ganz schnell mittlerweile, Gott sei Dank. Was war dein persönliches... Was waren mit den 8 Minuten? N26, Konto eröffnen. Ja, okay, also hier. Also es gibt gar keine Probleme, ihr könnt super easy gründen, auch ein Konto aufmachen. So, was war dein persönlich größter Fuck-up? Du hast jetzt nur über andere geredet, jetzt wollen die was von dir hören. Tut mir leid. Kann ich die Frage nach hinten stellen und noch so ein bisschen nebenher drüber nachdenken? Wollen wir die nach hinten stellen? Also. Nein, wir wollen die nach hinten stellen. Man macht auch als Anwalt Fehler. Das ist so. Bei mir waren die Fehler so, dass ich sie reparieren konnte und gesehen habe. Aber es gibt rechtlich keinen großen Fuck-up. Manchmal hat man Mandanten, da spürt man schon von der ersten Minute, ah, das hätte lieber mal sein sollen mit denen, da passt die Chemie nicht. Und da hätte ich früher die Reißleine ziehen sollen, weil das macht mir persönlich keinen Spaß, dann für Leute zu arbeiten, wo ich denke, das passt nicht. Ist so ein kleines Credo von mir geworden, zu sagen, ich arbeite nur mit Leuten, mit denen es Spaß macht. Ja, aber jetzt müssen wir noch wissen, was dann passiert ist, als das nicht gepasst hat. Das ist ja der Fuck-up dahinter. Der Fuck-up ist meistens, dass die Rechnung nicht gezahlt wird. Okay, das ist wirklich ein Fuck-up. So, dann gucken wir mal in die nächste Frage. Is it possible to protect and ich nehme an, das heißt an idea from legal point of view? Is only an idea the product is digital and there is no prototype yet? Also, die Frage geht dahin, ob man Ideen rechtlich schützen kann. Das wäre jetzt so Vorlesungen über Urheberrecht. Also es gibt verschiedene Sachen. Wenn ich eine Erfindung habe, dann kann die Erfindung zum Patent angemeldet werden. Wenn ich sozusagen eine kleinere, unterhalb der Erfindung ist das Urheberrecht, das kann auch geschützt werden.
ist per se geschützt für den Urheber. Da muss ich nur nachweisen, dass ich das auch tatsächlich geschaffen habe. Das kann man machen, indem man zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn man das eben geschaffen hat, das zum Beispiel beim Notar hinterlegt oder manche hinterlegen das beim TÜV, die Software und so, damit nachgewiesen werden kann. Das gab es schon und das gab es von mir zu diesem Zeitpunkt. Ideen selbst, und dahin geht die Frage, sind meist nicht schützbar. Ja? Also soweit ich weiß, stimmt das, greift bei technischen Erfindungen das Patentrecht und bei so kreativen Sachen das Urheberrecht, oder? So kann man das zusammenfassen. Ich habe nämlich mal so einen Workshop gemacht, so einen Legal Workshop. Top. Okay, nächste Frage. Wann muss ich mir rechtliche Hilfe suchen? Anfangs habe ich ja kaum Geld. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Also bei uns ist es so, und das machen viele andere auch, es gibt schon Pakete, die auf Startups zugeschnitten sind. Also was weiß ich, eine Gesellschaftervereinbarung, wo so geregelt ist, wann kann wer verkaufen und so weiter. Und das gibt es auch ganz günstig. Und wenn man sich im Markt umhört, wird man da was finden. Ja. Bietet ihr sowas auch an? Ja. Ja? Und was kostet sowas dann? Also eine GmbH, also wenn du nur eine GmbH gründest oder eine UG, dann hat, glaube ich, mittlerweile jede Kanzlei so ein Standardset, den kannst du nehmen und dann kannst du zum Notar gehen. Dann zahlst du allerdings die Notargebühren, davon kommst du nicht runter, die gesetzlich sind. Okay. Vielleicht schaffen wir noch eine, wir probieren es mal. Können Sie empfehlen, auf welchen Wegen, abgesehen vom Studium, man sich das, die Basic Knowledge holen kann? Ja, also gucken, wo gibt es so Workshops, zum Beispiel bei Founders Foundation. Internet ist auch immer ganz hilfreich, Beiträge bei Gründerszene, wo die Dinge zusammengefasst sind. So in der Familie vielleicht rumfragen, Freunde, Bekannte, irgendwo sitzt doch immer jemand, der sowas studiert hat, Jura studiert hat, so ja. Nichts gemacht, rumgefragt. Und das dann nochmal hinterfragen, was man dann erzählt bekommen hat, okay? Ja, super. Idee im Produkt? Das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir. Das lassen wir. Wir machen hier ein rundes Ende. Vielen, vielen Dank, Jörg, dass du da warst. Dankeschön, einen großen Applaus.